Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Gitte. Wir spielen The Long Dark. Und Will ist, glaube ich, jetzt hier in seiner vorübergehenden Ja, in seinem neuen neuen Heimat oder Zuhause, Heimstadt oder was auch genau, immer. Hat viel getan. Du hast einiges gemacht, oder? ja, hier die ganzen kaputten Möbel weggeräumt. Mann, er hat aufgeräumt. Ja, Toll. Kannst bei uns weitermachen. so, ich habe Feuer gemacht, also muss ich hier wieder Sachen auffüllen zum Feuer machen. Haben wir hier nicht drin, das kann hier rüber eins. Müsste reichen unterwegs. Kohle, jo. Ein, zwei Bücher könnte man noch mitnehmen. Na Die gut, also sind wir sind immer in gut. Episode 2 inzwischen und haben einen Auftrag bekommen von dem Pelzjäger, nennen wir ihn halt jetzt so. Wir haben keinen anderen Namen für ihn. Und zwar sollen wir den Bärentöter-Speer finden. Den brauchen wir, um uns des Bärens zu entledigen. Das ist dieser Bär, der hier rumschleicht und ja, den Pelzjäger schon lange tyrannisiert hat und jetzt auch anfängt, uns in die Hassfamilie einzuordnen. Also, wir gehören jetzt auch zu seinen Feinden, offensichtlich. So, wie man sieht, Ja, du warst draußen waren meine und... Klamotten hier auf dem Boden verstreut. Genau. Ich war nämlich beim Jäger und habe den Spind ausgeräumt und nach Hause getragen, sozusagen. Und wie Und geht's dem dabei bin Jäger? ich aber auf dem Rückweg in einen üblen Schneesturm geraten. Hat er Thermounterhose an. und Stiefel. Na. Ja. Sieht gut aus. Anziehen, jawohl. Hier sind wir, glaube ich, schon gut bestückt. Mackenzie's Parker. Ach, Quack. Ich verstehe das nicht Was ganz. verstehst du nicht? Skijacke. Wir hatten da doch was anderes, oder? Sehr merkwürdig. Muss ich nochmal nachgucken, ob noch irgendwo irgendwas rumliegt. Zum Trocknen. Ja, Ja, muss gucken. egal, ist nicht so schlimm. Die Hosen, die waren alle pitschenass, die waren sogar schon steif gefroren. Ja. Also irgendwas Na, fehlt was uns. fehlt Ich dir? glaube, wir hatten eine andere Jacke. Ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Ist egal jetzt. Werden wir schon wieder finden. Ja, kann man Habe nur ich hoffen, vielleicht wenn schon die in die besser war. Kiste gepackt. So, aber er ist natürlich wieder hungrig, wie üblich. Also essen. Hau rein. Er hat ja gerade geschlafen. Dann Schweinefleisch mit Bohnen, ja. Mit Macht was? einen kalten Mit Beans. Bauch mit Bohnen. So. Ja, das müsste mir ja langsam reichen jetzt. So, was haben wir hier an Marschproviant dabei? Wir haben Orangenlimo. Das muss doch bald gegessen Oh, werden. das Viel muss ist es auch nicht mehr. gegessen Du werden. sollst sie Au, essen, au, ne? das hält nicht mehr so Ja, dann. richtig lang. Na, jetzt nicht. Jetzt habe ich ihm gerade andere Sachen reingeschoben. Da hätte ich vorher Haben wir gucken denn, ja, da müssen. solltest du sowieso gucken, was man zuerst Aha, loswerden muss. getrunken Ich habe meine, die ich Sachen, die du schon. abgelegt hast, die halten ja auch nicht ewig. Ja, das stimmt, aber hier war eigentlich nichts, was Doch, so. hier, Na 49, hier, der Kaffee. Kaffee, der hält ja. Na gut. Und das, ja, Da unten die ist das Tee, der Kondensmilch hält ist ja. schon auf 50. Das ist Kräutertee, das ist auch kein Sag mal, Problem. du warst in der Hütte beim alten Pelzjäger und wie geht's ihm? Ja, scheint ihm Belebten. einigermaßen zu gehen. Er saß aufrecht, also. Okay, Komischer Typ ist er ja. schon, ne? Irgendwas war.
Verheimlicht er doch, oder? Ja, der ist immer wieder ausgewichen, wenn wir direkte Fragen gestellt haben, warum er hier ist und wie er heißt und wo er herkommt und so. Das war alles. So, du bist abmarschbereit. Dann sag, wie spät ist es? Zeig's mal bitte. Ja. Gut, ist noch relativ früh. Jo. Und du willst den Speer beschaffen, diesen. Nein, jetzt wollen wir doch nicht den Speer beschaffen. Nein, das willst du denn machen? Nee. Jetzt gehen wir erstmal. Oh. Ja, der Schneesturm ist vorbei. Aber dafür ist es mächtig gewaltig, neblig, wie man sieht. Ja. Nee, ich wollte mich hier am See umgucken. Und halt, da fällt mir was ein. Ich habe nämlich einen Schlüssel für die Hütte am See Nummer 3 gefunden. Aha. Und da liegt noch ein Zettel, den wollte ich noch lesen, habe ich aber noch nicht. Mal sehen, ob der interessant ist. Na toll. Ganz wichtig. Na ja, kann man ja mal lesen, weiß man so ein bisschen, was da los war. Was eigentlich hatten die ja doch auch offensichtlich im Winter Touristen, weil sonst würde ich nicht verstehen, warum die da diese Hütten auf den See gestellt haben. Verstehst du? Das ist ja zum Eisfischen. Ja, da muss es eigentlich ja Winter gewesen sein, oder? Ja, klar. Aber sie schließen ihn früher, also vorher haben sie ihn auch schon geschlossen. Ja, das scheint so, als ob sie dann doch teilweise auch im Winter Touristen hatten. Ich meine, aha. Ja, hier. Man vermutet, dass jemand den Aussichtsturm benutzt hat, um Jagdausrüstung zu lagern und alte Tierfälle zu trocknen. Da werden wir hingehen. Wir werden ja sowieso hingehen müssen. Es wird bestimmt ja zum Vorratslager sein. Es ist ein Hinweis auf so ein Vorratslager. Na gut. Nächster Anlauf. Ja. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Naja. Bis wir rauskommen, ist schon später Nachmittag. Das ist bei uns aber auch manchmal im Urlaub so. Ja. So, Will ist ganz schön flott zu Fuß heute. Wie schwer sind wir? 25,7 statt 35,7. Ist doch schön, wenn man eine Basis hat. Kann man alles einlagern, was man gerade nicht braucht. Hör ich da ein sanftes Klappern? Ja. Will klappert immer so voll leise vor sich hin. Oh, hier sehe ich nichts. In dieser Hütte waren wir drin. Ja, also ich meine, die Fische haben gut geschmeckt, oder? Ja. Ich meine, auf jeden Fall der eine, der Schwarzbarsch. Ja, einen haben wir ja noch. Den müssen wir doch bald essen, diesen anderen, diesen Hering. Ja, der ist noch Marine oder wie das heißt, in der Tiefkühltruhe, die allerdings nicht kühlt. Ist erstaunlich, dass die nicht stinkt. Normalerweise stinken die Kühlschränke ja vielleicht stinken sie, wir können es noch nicht riechen. Wenn sie zu sind. Ja, ich weiß, da kommt nicht ist gekühlt werden. Ja. Dann gucken wir mal in diese Hütte rein, wenn wir schon hier sind. Mal sehen, ob hier interessante Sachen lagern. Naja, auch man kann hier fischen. Wann ist das Duster hier drin? Warum ist denn das so duster? Weiß ich nicht. Mach mal ein Streichholz an. Aber das ist eins von diesen Sachen, die du in jedem Spiel am häufigsten sagst. Es ist so dunkel. Ja. Oder so duster. Oder das ist mein Standardspruch. Ja. Ich Was sehe ist denn daneben nichts. Hier? Neben der Zeitung ist doch... ja, Munition, schön. Kann man immer gut gebrauchen. Schmeißt das Streichholz weg, das sehen wir hier. Leer. Und? Leer. Was ist das? Schrank. Und hier. Sweet. Ah, Kräutertee und Zeitung. Angelzeug. Kann man immer brauchen. Ja. Können wir ja machen. Ja, und hier ist ein Jagdmesser. Oh, ein Messer. Ja, gut. Oh, danke, das ist ja ein echter Segen.
Ist noch früh, könnte man eigentlich ein Stündchen, ha? Ja. Naja, kann man ja eigentlich nicht bestimmen. Ein Stündchen gönnen wir uns, vielleicht fangen wir ein. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich nehme an, man kann ja in den Hütten ja wohl auch übernachten. Was? Die Türen sind doch hier offen. Hm? Na, nicht hier drin, sondern in den Hütten am See. Ach so, du meinst die richtigen Hütten da. Hm. Ja. Oder das ist wieder eine Heringsmarine gewesen, stimmt's? Aha, jo, eine. Gut, oh. War, hattest du ja auch nur eine, ja. Einen Haken. So, gut. Gehen wir weiter, hier hinten haben wir nichts gesehen, das ist die andere Hütte. Ja. Guck mal, da sind Hirsche, jede Menge. Weil du gefragt hast, wo, oder Hirsche und Rehe, meine ich. Also, nein, Rehe, ja. Wahrscheinlich mit Männchen und Weibchen, keine Ahnung. Nein. Ich gebe es auf, ich bin kein Jäger. Die haben Ahnung. Richtiges Geweih, das aber du hast dir Sorgen keine... gemacht um die Wölfe, weißt du? Von wegen, da ist kein Wild zum Jagen, ist doch da. Ich weiß nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt. Was denn? Aber Rehböcke haben Krickel, heißt das bei uns. Aber kein Geweih. Das könnten Rentiere sein. Das lasse ich mir doch gefallen. Die haben doch ein ganz anderes Geweih. Ja gut, siehst du, da kenne ich mich wieder nicht so aus. Rätselsee-Westzugang, neues Gebiet entdeckt. Ich meine, es ist sowieso etwas seltsam, dass da kein einziges weibliches Tier rumläuft. Ja, die haben alle Geweihe hier. Weiß nicht, vielleicht eine spezielle Sorte, Schwarzwild, wo die Weibchen auch Geweihe haben. Ich habe keine Ahnung. Wow, jetzt rennt er aber weg und der andere auch. Ach, eine der Hütten ist hier abgebrannt. Ja. Ah ja, die müssen wir uns ja auch angucken. Ja. Karte. Ah, wir sind hier genau am Südende. Mhm. Vorausgesetzt, das ist in Nord-Süd-Richtung. So. Aha, da ist oben. Aha. Guck mal, da ist der Zufluss. Abfluss hat er wohl keinen. Na gut, die Hütten sind hier gar nicht eingezeichnet. Nee, nicht in Ordnung. So, hier scheint aber nichts Interessantes weiter zu sein. Nein. Die sind auch ziemlich klein, diese Hütten. Ja, naja, reicht ja wahrscheinlich aus für so einen Sommer. Für so einen Kurzaufenthalt für einen Angler. Hm? Naja, es sind wohl Hütten für Touristen, ne? Ja, genau, meine ich ja. Was sollen die hier sonst machen, außer angeln und wandern? Hä? Hier geht es rein, aber hier ist keine Tür. Doch, hier aber ist hier. Ist aber, das ist ja die Schlüssel. Hütte Nummer 3. Okay. Muss wohl. Mhm. Klar. Oho. Ja, sieht doch ganz nett aus, soweit. Mhm. Stoff. Naja. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Weiß ich ja, wo ich ihn finde. Kissen kann man auch zerlegen, wenn man Stoff braucht. Große Sardinen. Schweinefleisch mit Bohnen. Sehr beliebt. So. Papier, Buch. Ja. Gut. Ist da was drin? Ja. Magnesiumfackeln sind gut. Da haben wir ja einige verbraten. Mhm. Im Staudammbüro. Was unterm Bett? Staub. Ja. Mache ich aber jetzt nicht weg. Na gut. Metalllampe? Nein, wir haben doch gar Pflanze. Keine. Ja, die Pflanzen sehen überall nicht so richtig gut aus. Ein brauchbarer Stadtparker, also falls du mal fein ausgehen willst. Tja. Aber es ist ein schwerer Daunenmantel, also vielleicht ist er ganz gut.
Wir gucken mal. Oh, guck mal, die kannst du vielleicht da lassen, die Sardinen. Die sind gelb. Gucken wir gleich mal. Moment mal, das müsste was für hier draußen sein, ja. Ah, nee. Taugt nix. Lass mal hier. Genau. Ich wollte doch nach den Sardinen gucken. Da oben. Nee, 29. Ich kann es gerade noch essen. Die zweite oben. Ach, da. Ja. Ja. Ja, haben wir eine gute Chance. Ja. Ja, haben wir gut gegangen. Mhm. Naja, unter 30 wird es kritisch, habe ich aber festgestellt. Genau. Da nur ein Buch, sonst nichts. Schwach. Oh, was ist da unter dem Ding? Da ist irgendwas drunter. Ja. Nee, sieht nur so aus. Ist Licht. Nee, ist nur das ist Licht. Einfall, das aber Licht da hinten so ist eine Plastikdose. Mhm. Ah, hat seine Vorteile, wenn man sich auch mal bückt. Mhm. Und Limo. Man weiß, wie lange die noch hält. Die berühmte Traubenlimo. Stimmt. Schrecklich zuckersüß. Ja. Was für Leckermäuler. Mm. Noch mehr Kaffee? Der kickende Kaffee. Wir müssen mehr Kaffee trinken. Mhm. Ja. Haben jede Menge Kaffee. Ja, warum trinkst du nicht mehr Kaffee? Der ist doch auch gut. Weil erstmal bist du ja dann so, boah, so richtig. Hat gute Nebeneffekte, ja, gut. Aufgewacht, hellwach. Dann gehen wir mal ein Hütchen weiter. Auf zur nächsten. Schön, jetzt ist es wieder richtig hübsch geworden noch. Oh, hier so am See. Wow. Ja, na, sicher. Sehr schön. Wenn du ein kleines Paddelboot hast, kannst du auf dem See rumpaddeln. Mhm. Macht bestimmt Spaß. Im Sommer. Klar, im Sommer. Ich mag keine Kälte. Was im Eimer? Nein. Die ganze Gegend ist hier im Eimer. Wonder if this is any good to eat. Jedenfalls. Ich meine, für Naturfreunde ist so eigentlich okay. Ja. Guck mal, ein Boot. Ja. Ja, ein Boot am Steg. Genau. Aber gar nicht so leicht zu erkennen. Na ja. Ist hier was drin? Nein, nix. Nix, nix. Hm. Im Bett ist auch nix. Unterm Bett was. Haben wir schon geguckt, da war nur die Blechdose. Ein Traumfänger, den können wir nicht mitnehmen. Da sehe ich nichts. Da hinten ist ein ganz normales Buch. Auch. Auch. Ist das was? Nee. Okay. I think I can use this. Aha. Nee. Nochmal so ein dünner. Du hast ja schon so einen dünnen, ne? Ja. Typisch kanadisch, tatsächlich. Wow. Echt? Woran erkennt man das? Ja, woran man das wohl erkennt. This stuff will come in handy. Toll. Eine tolle Ausbeute. Was ist das? Ach so, das war nur ein Bild. Hat so merkwürdig ausgesehen. Oh, mehr sehe ich hier auch nicht mehr. Du hast auch nichts gesagt, also hast du auch nichts gesehen, richtig? Nö. Na gut, dann gehen wir wieder. Ah,
Eine Bank daneben, auch nett. Ja, aber im Augenblick nicht so einladend. Nö, die Temperaturen sind nicht so richtig einladend. Obwohl es geht, minus 10 Grad haben wir nur. Ja, ist in Ordnung. In Wirklichkeit sind wir jetzt hier in Berlin zum Beispiel schon sehr stark verwöhnt. Weil im Winter hatten wir so gut wie ganz wenig Minusgrade mehr. Also ja. Es war auch gar nicht oft, dass die Temperaturen unter Minus fielen. Der Schnee ist diesen Winter nicht ein einziges Mal liegen geblieben. Ja. Wir hatten keinen halben Tag, wo Schnee lag. Eigentlich hatte ich ja erwartet, dass der Winter etwas härter wird, weil der Sommer so warm war. Mhm. Und so trocken, aber nix. Aha, hier ist offen. Verschlossen war bis jetzt nur die Hütte Nummer 3. Ja, deswegen hatten wir ja auch einen Schlüssel. Ja. Was liegt denn da? Da liegt Nähzeug, oder? Ja. Das sieht aus wie Nähzeug, da oben ist auf, vermutlich ja, auf der auch Bank. Nähzeug. Ich nehme mal den Stoff mit. Gut. Dann kann ich sehen, ob was dahinter ist. Ach so. Ist aber nichts. Nee. Dann vergiss das Nähzeug nicht vor lauter Kuchen. Nein. Ich niemals. Versuche das einigermaßen systematisch alles abzusuchen. Mhm. Sehr gut. So. Mehr ist hier nicht. Hier ist auch nichts drunter. Da ist noch eine Dose. Ja, hier ist eine Dose. Tomatensuppe. Wow. Ja, Tomatensuppe ist gut. Ja, das müssen wir mal nehmen. Einfache Notiz. Hinweise auf ein Vorratsversteck. Mhm. Aha, Vorräte im abgeholzten Gebiet versteckt. Ja. Mhm. Ja, in Episode 1 haben wir uns ja nicht alle Vorratslager angeguckt. Da haben wir nicht alle gefunden. Nicht alle gefunden. Also wir haben die, da auf keinen die Hinweis wir Hinweise darauf. Hatten, genau. Haben wir natürlich, genau. Aber da gab es wohl noch mehr. Mhm. Also, alter Baumstumpf zwischen zwei Holzstapeln. Na gut, mal sehen, ob es hilft. Kiste ist auch nix. Aha. What have we here? Noch mehr Nähzeug, nicht? Wolfhäuslinge nehmen wir mit. Sind nicht schwer. Und kann man gut zum Reparieren von anderen Sachen gebrauchen. So, vertrocknete Blumen. Ein nicht funktionierendes Radio. Alles nur normale Bücher. Ja. Hat keinen Namen. Gut, können wir weitergehen. Sind wir rundum. Wie spät ist es? Oh ja. Kurz nach Mittag. Mhm. Du riechst. Nach dem Fisch, hä? Ja. Das muss die Hütte sein, in der wir gerade drin waren, oder? Nee. Ah, Hütte 2 ist verschlossen. Da fehlt uns noch der Schlüssel. Da fehlt uns der Schlüssel. Na gut. Also ich sag jetzt mal noch, in der Hoffnung, dass wir ihn noch finden. Das wollen wir doch schwer hoffen, dass wir den finden. Das sieht aus wie so ein kleines Kunstwerk. Ja.
Den nehmen wir mal auseinander. Was, 45 Minuten? Ja, das dauert das, wenn man den auseinandernimmt? Nö. Na ja. Oh, weia. Ja, ist wohl relativ hart, das Holz. Mhm. Das Feuer brennt auch relativ lang mit Tannenholz. Länger wie mit Zedernholz. Glaube ich. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange Zedern. Müsste man verifizieren, aber ich habe so den Eindruck. Nee, sieht nur so aus. Lauf hier immer weiter am See drumherum. Ja. Schon wieder? Eins. Eins und zwei sind verschlossen. Wow. Gemeinheit. Gibt es hier einen Blumentopf, wo der Schlüssel drin ist? Ja. Wenn, dann wäre unterm Schnee begraben. Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Gut. Gehen wir weiter. Bam, 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 bam. Mal auf die Karte gucken. Ja, hier in der Mitte ist die Insel. Das müsste die da sein, ja. Felsen, hier geht es ja wohl nicht raus, oder? Da war doch irgendwo. Ach so, hier sind zwei so Beulen. Ah, und hier ist der Zufluss. Ich dachte, hier müsste das Wasser herkommen, und tut es aber nicht. Da ist nochmal so eine Beule. Zedernholz, Zunderbündel. Da hat sich schon jemand vorbereitet auf eine lange fischreiche Nacht. I could use this. Ja. Gut, dann hat man, da gucken wir hier mal rein. Aha, Reservehaken. I wonder if I can drop any of this gear. Ach, stell dich nicht so an. Wie spät haben wir denn? Ja. So, hier war ja nichts weiter. Nein. Ja, das sind die drei Hütten und das sind die anderen beiden. Schon lustig, das kleine Inselchen hier mit den paar Bäumen drauf. So, und dann müsste hier diese zweite Ausbuchtung vom See sein mit dem Zufluss. Ja. Da werden wir demnächst mal hochpilgern. Das soll ja auch ein Vorratslager sein. Wie spät haben wir's? Wo? Doch. Und du meinst, jetzt gehen wir da nicht hoch. Nee, das ist zu weit weg. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal. Hier und das Vorratslager ist hier oben. Da gehen wir am nächsten Tag. Also, das ist eine Ecke. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause und werden. Wir gehen jetzt nach Hause. Und dann passt das. Ja. Können wir noch unseren Fisch braten und dann eine Runde schlafen gehen.
Wie schnauft schon wieder wie ein Dampfross. Naja, wenn ihr ihn aber auch immer so treib antreibst. Naja, wenn er so, so langsam vor sich hinschlendert. Ich finde es aber ganz gut hier mit der kanadischen Flagge da. Da kannst ja. du gleich, siehst du gleich, aha. Das war mal wieder ein leichter Husten. Ja, das ist immer ein bisschen blöd für mich. Da muss ich nämlich auch anhalten, darf nichts versagen und muss dann rechtzeitig stoppen und so. Wenn ich also manchmal am Satz stoppe, dann heißt es, Pepe hustet, weil er macht dann, da gibt es keinen Ton. Auch meiner ist dann weg. Ja. Ja, ja. Ich hab schon gesagt, wir müssten eigentlich rote Lämpchen haben. Ja, ja. Damit so schnell kann man gar nicht sieht. Drauf. Ja, ja. Das ist ja eigentlich so ein überfallartiger. Ist überfallartig. Aber ich glaube, dass Pepe es auch schon wirklich chronisch nennen kann. Ich habe jetzt nicht nur meine reine Erkältung. Ja. Der hält schon verdammt lang, dieser Husten. Na gut. So. Man kann auch im Fahrzeug schlafen. Gut. Wir sind wieder zu Hause. Wie auch immer. Ich ja, dann können wir jetzt Schluss machen und dann kannst du alles auspacken und umpacken. Man kann ausladen, umpacken, eine Runde schlafen. Ja, und dann gehen und wir sehen uns morgen früh zum Vorratslager. Genau. Und machen uns auf den Weg zum Vorratslager. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao. Thank you.